Willkommen an der Mittelweser, im Grenzgebiet zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Heute geht's um eine etwas ungewöhnliche Strecke, die NATO-Bahn, eine eingleisige elektrifizierte Nebenbahn. Eröffnet wurde sie in zwei Etappen, 1920 von Nienburg nach Lese-Stolzenau, 1921 weiter bis Minden. Eine recht junge Strecke also, die sich, abgesehen von der Elektrifizierung 1969, seit ihrem Bau wenig gewandelt hat und die nun ziemlich altertümlich daherkommt. Die auffälligen Empfangsgebäude ragen wie eh und je in den Himmel und im Erdgeschoss schwingen die Fahrdienstleiter noch immer Weichen und Signalhebel. Seit 1980 geistert die NATO-Bahn als Ausbaustrecke durch die Bundesverkehrswegepläne. Aus ihrem Dornröschenschlaf ist sie bis heute jedoch nicht erwacht. Bei Eröffnung der NATO-Bahn, die damals natürlich noch nicht so hieß, gab es 12 Unterwegshalte, von denen im Laufe der Jahre einer nach dem anderen aus dem Fahrplan verschwand. Erstes Opfer war Dankersen in den 60ern. 1980 folgten Langendamm, Schäferhof, Estorf und Frille. 1986 Landesbergen, Heimsen, Dören und Windheim. 1988 Schlüsselburg und Lade, wobei letzteres im Mai 2000 als Petershagen-Lade wieder in Betrieb ging. In der Zwischenzeit war Lese-Stolzenau einziger Verkehrshalt. 1970 bewältigten Eilzüge die 53 Kilometer lange Strecke bei einer Spitzengeschwindigkeit von 80 km/h in 44 bis 46 Minuten. Damals verkehrten nur an Werktagen Reisezüge, Sonn- und Feiertags fuhr nix. Das Angebot war jahrzehntelang durch überall haltende Nahverkehrs- sowie zwei Heckeneilzüge zwischen Hamburg und Paderborn bzw. Frankfurt geprägt. Von 1982 bis 1988 wurden diese sogar als D-Züge geführt, was der NATO-Bahn einen Fettdruck im Kursbuch einbrachte. Nach ihrem Wegfall gab es 7 Eilzugpaare mit Durchläufen von Leer, Nordenham und Bremerhaven. 1992 wurde ein 2-Stunden-Takt zwischen Rothenburg und Minden eingeführt, der sich dank des Wochenendtickets ab 1995 reger Beliebtheit erfreute. Der Sonntagsverkehr wurde dennoch erst 2001 aufgenommen. Seit Dezember 2017 erbringt Keolis den Regionalverkehr im Teutoburger Waldnetz, zu dem auch die NATO-Bahn gehört, unter der Marke Eurobahn, womit die zuletzt ohnehin nur noch am Wochenende angebotenen Durchbindungen nach Rothenburg entfielen. Der Personenverkehr darf bis zum Ende der Vertragslaufzeit 2032 als gesichert betrachtet werden, nachdem das Damoklesschwert der SPNV-Abbestellung angesichts des schwachen Fahrgastaufkommens und der Landesgrenze Niedersachsen-NRW jahrelang über der NATO-Bahn schwebte. Werktags fahren 8, sonntags 7 Zugpaare des Porta Express im 2-Stunden-Takt, wenn sie nicht gerade wochenlang wegen Personal- oder Fahrzeugmangel ausfallen. Mit Ausnahme von Schlüsselburg, Dören und Dankersen tauchen alle bei Eröffnung vorhandenen Betriebsstellen bis heute in Fahrplänen und sonstigen betrieblichen Unterlagen auf, wenn auch nicht in ihrer ursprünglichen Form. So erfolgte in den 80er Jahren die Degradierung der Bahnhöfe Langendamm, Schäferhof und Landesbergen zu Ausweichanschlussstellen, womit der Abzug der Fahrdienstleiter einherging und die Streckendurchlässigkeit sank. Gekreuzt werden kann nur noch in Estorf, Lese, Stolzenau und Windheim. Die Stellwerke sind, außer in der Nacht von Samstag auf Sonntag, rund um die Uhr besetzt. Heimsen ist ständig durchgeschaltet. Die Signale zeigen stets Fahrt. Lade dient lediglich als Übergabebahnhof zum Steinkohlekraftwerk Heiden, wobei Ein- und Ausfahrten nur von und nach Süden möglich sind. Die von den Nordseehäfen anrollenden Züge mit Importkohle müssen zunächst bis Minden durch und nach dem Kopfmachen zurück nach Lade fahren. Ein Richtungswechsel im Bahnhof Frille scheidet aus, da das dortige Kreuzungsgleis nach Entfernen einer Weiche jeglichen Sinn eingebüßt hat. Eine derart amputierte Infrastruktur war vor 50 Jahren undenkbar. Diese Übersichtskarte der Streckenbelegung vom Juni 1970 verzeichnet für Nienburg-Minden einen Tagesdurchschnitt von 76 Zugfahrten, davon 54 Güter- und Lokzüge. Aus heutiger Sicht mag man das kaum glauben, denn die Zahl der verbliebenen Güterzüge liegt im einstelligen Bereich, sodass hier selten mehr als 25 Fahrten pro Tag unterwegs sind. Wenn sich DB Fernverkehr bei Totalsperrungen der umgebenden Hauptbahnen ein spontanes Stelldichein gibt, lassen sich ICE und Co. irgendwie durchwursteln.
Wenn hingegen baubedingt umgeleitete Güterzüge die Strecke nutzen, wird der Nahverkehr aus Kapazitätsgründen eingestellt. Natürlich verbinde ich mit der NATO-Bahn auch persönliche Erinnerungen. Als ich sie am 22.06.93 erst bereiste, pendelte planmäßig die Baureihe 141 mit 2 bis 3 Nahverkehrsabteilwagen. Der Zug war nicht nur an diesem Tag so gut wie leer. Und so kam es, dass sich eine ältere Dame zu mir gesellte und sagte, »Oh, mir ist das ganz unheimlich, so alleine in diesem Waggon.« Statt einer Fahrt am offenen Fenster bekam ich also Erzählungen von der Flucht aus Ostpreußen zu hören. Danach habe ich die NATO-Bahn in den Sommerferien häufiger, nach der Schulzeit allerdings so gut wie gar nicht mehr befahren. Als jedoch die Eurobahn Ende 2018 wegen Wagenmangel eine Museumsgarnitur der Zentralbahn zwischen Nienburg und Minden einsetzte, musste ich einfach mal wieder nach dem Rechten sehen. Genau so nämlich hatte ich die NATO-Bahn kennengelernt. Und als ich am Fenster stand und wir aus dem Bahnhof Nienburg rumpelten, fühlte ich mich für einen gar nicht so kurzen Moment 25 Jahre zurückversetzt. Ein sehr schönes Erlebnis, auch wenn es mit modernem Schienenpersonennahverkehr wenig gemein hatte. Was wäre zur Zukunft der Strecke zu sagen? Im Rahmen des im Bundesverkehrswegeplan verankerten Konzeptes Optimiertes Alpha E mit Bremen ist ein geringfügiger Ausbau der NATO-Bahn in Form zweier zusätzlicher Kreuzungsmöglichkeiten vorgesehen. Vermutlich bloß die Wiedernutzbarmachung von Heimse und Frille, denn alles andere wäre aufgrund der Bahnhofsabstände unsinnig. Vor diesem Hintergrund ist ein Ersatz der 6 mechanischen durch elektronische Stellwerke vorgesehen. Eine Geschwindigkeitserhöhung soll es nicht geben. Es bleibt bei Tempo 80, womit auch die zahlreich vorhandenen, nicht technisch gesicherten Bahnübergänge überleben könnten. Dabei wären gerade diesbezüglich Maßnahmen wünschenswert, denn es scheppert fleißig an den Schnittstellen von Schiene und Straße entlang der NATO-Bahn. Rund 30 Mal innerhalb der letzten 20 Jahre. Bliebe zum Schluss zu klären, warum die NATO-Bahn überhaupt NATO-Bahn genannt wird. Sicher ist, dass diese Bezeichnung auf die North Atlantic Treaty Organization zurückzuführen ist, das 1949 ins Leben gerufene Verteidigungsbündnis von inzwischen 29 Staaten. Für den Zusammenhang zwischen dem Nordatlantikpakt und der eingleisigen Nebenbahn finden sich diverse Erklärungen. Beispielsweise wird auf die strategische Bedeutung der Strecke hingewiesen, die im Rahmen der Elektrifizierung auch für Lademaßüberschreitungen, nicht nur ziviler Transporte, ertüchtigt wurde. Ferner waren militärische Objekte über die Bahnhöfe Langendamm und Schäferhof angebunden, die der Strecke ein gewisses Güteraufkommen bescherten. Die Clausewitz-Kaserne samt Standort Übungsplatz und ein in den 30er Jahren errichtetes Großtanklager, das nach dem Krieg von der britischen Rheinarmee und später der Bundeswehr genutzt wurde. Wie auch immer der Name vor Jahrzehnten entstand, NATO-Bahn ist mittlerweile ein unter Eisenbahninteressierten bekannter Begriff und sogar schon in offiziellen Publikationen der Deutschen Bahn aufgetaucht. Und das war er, unser Ausflug an die Mittelweser. Ich danke fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zum nächsten Film. Da geht's dann um den Widersacher der NATO, die Sowjetunion und ihre in die DDR exportierten EZMG-Signale.